Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserem großen Lecture-Zyklus Pier Paolo Pasolini. Die Revolution findet trotzdem statt. Im Juli haben wir damit angefangen, dann war quasi Halbzeit mit den Semesterferien und jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit. Wir haben schon 7 ganz tolle Referenten hier gehabt und werden jetzt noch 8 weitere wunderbare Referenten auch international in den nächsten Monaten hier begrüßen und freuen uns natürlich ganz besonders wieder in Frankfurt anzufangen, also nicht nur jetzt heute, auch mit dem Referenten, der Referentin. Regine Prange wird heute den Vortrag halten zu Ediporé und sie ist Professorin für neuere und neueste Kunstgeschichte hier an der Goethe-Universität in Frankfurt. Die Kunstgeschichte ist zusammen mit der Romanistik und der Filmwissenschaft auch Ausrichter dieser Reihe. Wir freuen uns sehr, gerade auch, dass es eine interdisziplinäre Reihe ist, denn das kann immer wieder neue Aspekte auch hervorrufen und anregen, sich damit auseinanderzusetzen. Da freuen wir uns sehr darauf und deswegen gibt es auch immer wieder ein Begleitprogramm, was wir natürlich uns ausgedacht haben. In diesem April sind es Filme, ja, von Pasolinis Idolen haben wir es mal genannt. Und da haben wir schon Filme gezeigt von Eisenstein und Dreier. Und jetzt steht uns noch bevor ein ganz selten zu sehender Film von Kenji Misoguchi aus Japan, Sanshu Dayu. Ein Film, der wirklich, auf den sich Pasolini auch in seinen Schriften immer wieder bezieht. Das lohnt sich auch da mal ins Programm zu schauen. Ich wurde auch darauf hingewiesen, wir beginnen mit dem morgigen Tag auch eine ganz spannende weitere Reihe, die nennt sich Kontext Kino, Werkstattgespräche zu Orten und Perspektiven der Filmkultur. Und haben auch da, das sind auch so Art Lectures, tolle Gäste in den nächsten Monaten, unter anderem Lars-Henrik Gass, den Leiter der Oberhausener Filmtage, Alexander Horvath, den Leiter des Österreichischen Filmmuseums oder auch Stefanie Schulte-Strathaus, die das Forum Expanded auf der Berlinale macht. Da gibt es Flyer auch zu an der Kasse. Also ich denke, dass wer sich für Pasolini und die Lectures hier interessiert, könnte da vielleicht auch nochmal mit der einen oder anderen Veranstaltung fündig werden. Ja, aber jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel sagen, außer dass uns heute ein ganz toller Film erwartet, Ediporé in einer wunderbaren Kopie. Wir bekommen diese Filmkopie von Cinecittà in Italien, das berühmte Studio, deren Archiv hat uns das zur Verfügung gestellt, 35 mm mit englischen Untertiteln. Darauf freuen wir uns sehr, aber zuerst wird Christine Otz Regine Prange vorstellen und dann gibt es den Vortrag. Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, auch ich freue mich sehr, Sie zu diesem Auftakt zum zweiten Teil der Pasolini-Reihe im Sommersemester begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich nicht nur, dass, wie Urs Spörri schon gesagt hat, die zweite Hälfte mit einem der wichtigsten Filme Pasolinis beginnt, sondern das darf ich vielleicht doch vorwegnehmen mit einem grundlegenden Vortrag, der auch nochmal einen Rückblick werfen wird auf die Highlights des vergangenen Semesters, also auf die Vorträge und auf die Filme, die wir ja im vergangenen Wintersemester gesehen haben. Und jetzt ist es mir eine große Freude, meine Kollegin Frau Professor Regine Prange vorstellen zu dürfen, die natürlich in Frankfurt keiner großen Vorstellung bedarf. Sie ist ja hier, vertritt ja hier an der Goethe-Universität die Kunstgeschichte. Regine Prange hat Kunstgeschichte, neuere Geschichte, klassische Archäologie und Soziologie in München und Berlin studiert. Sie promovierte an der Freien Universität Berlin 1990 mit dem Thema Das Kristalline als Kunstsymbol zur Reflexion des Abstrakten in Kunst und Kunsttheorie der Moderne. Von 1991 bis 1997 war sie wissenschaftliche Assistentin am Kunsthistorischen Institut in Tübingen und 1997 erfolgte die Habilitation mit einer Schrift zum Thema Das ikonoklastische Bild Piet Mondrian und die Selbstkritik der Kunst. Sie war dann Vertretungsprofessorin in Berlin und in Frankfurt. Ab 1999 war sie Professorin für Kunstgeschichte in Marburg und seit 2001 hat sie an der Goethe-Universität Frankfurt den Lehrstuhl für neuere und neueste Kunstgeschichte, Kunst- und Medientheorie eben hier in Frankfurt inne.
Regine Pange ist seit 1999, ich erwähne nur die wichtigsten Punkte ihres Lebenslaufs, Mitherausgeberin der Zeitschrift Kunsthistorische Arbeitsblätter. Und ihre Forschungsschwerpunkte betreffen die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere die Geschichte der abstrakten Malerei, außerdem Utopien und Theorien der modernen Kunst, die Geschichte des Faches, Kunstgeschichte und seiner Methoden und die Ästhetik des Kinofilms. Und diese Schwerpunkte, die ich genannt habe, spiegeln sich sehr eindrucksvoll in den Publikationen von Regine Prange wider. Sie hat Aufsätze zu einem wirklich sehr breiten Themenspektrum veröffentlicht, in denen Themen wie die Frage des Abstrakten, der Geschlechtersymbolik oder auch die Rezeption der Lacanschen Psychoanalyse zur Sprache kommen. Sie hat Aufsätze publiziert zu Caspar David Friedrich, Cézanne, Pollock, Klee, Magritte, Kandinsky, Mondrian, um nur einige zu nennen. Zum Schwerpunkt, den ich genannt habe, Geschichte des Faches, Kunstgeschichte und seiner Methoden, sind insbesondere ihre Arbeiten zu Kunsthistorikern wie Alois Riegel und Erwin Panofsky zu nennen. Und zum Schwerpunkt Ästhetik des Kinofilms gibt es mehrere Aufsätze zum Filmwerk Jean-Luc Godards, dem ja auch eine Retrospektive hier im Filmmuseum gewidmet war, und dann der Sammelband herausgegeben gemeinsam mit Henning Engelke und Ralf Michael Fischer mit dem Titel Film als Raumkunst, historische Perspektiven und aktuelle Methoden. Und anknüpfend an diesen Forschungsschwerpunkt arbeitet Regine Prange zurzeit an einem Buch zum filmischen Raum. Und ich würde mal vermuten, dass, ich weiß es nicht, aber das kannst du vielleicht bestätigen, dass Pasolini möglicherweise auch eine Rolle darin spielen wird. Ja, vielleicht ist es noch nicht sicher, aber ich bin sehr gespannt darauf. Ja, und um dieses an sich schon sehr eindrucksvolle Bild abzurunden, möchte ich zum Schluss nur noch die Buchpublikationen nennen. Das sind einige. Das Kristalline als Kunstsymbol, das erste Buch, Bruno Taut und Paul Klee zur Reflexion des Abstrakten in Kunst und Kunsttheorie der Moderne von 1991. Das zweite ist Jackson Pollock, Number 32, 1950, Die Malerei als Gegenwart. Der Verrat der Bilder, Foucault über Magritte. Ferner Die Geburt der Kunstgeschichte, philosophische Ästhetik und empirische Wissenschaft von 2004. Das ikonoklastische Bild, Piet Mondrian und die Selbstkritik der Kunst von 2006 und schließlich Kunstgeschichte 1750 bis 1900, eine kommentierte Anthologie, Darmstadt 2007. Ihr heutiger Vortrag widmet sich Edipore, wie schon gesagt. Was ich vielleicht als zweites schon vorwegnehmen darf, was mir an dem Vortrag, den ich vorab lesen durfte, unter anderem sehr gefallen hat, ist, dass er, glaube ich, den Titel der ganzen Reihe Die Revolution findet trotzdem statt, ziemlich ernst nehmen wird. Damit freuen wir uns sehr auf deinen Vortrag, Das blinde Sehen, Mythos und Geschichte in Edipore. Liebe Christine, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Meine Damen und Herren, liebe Studierenden, ich freue mich sehr, heute dieses Hauptwerk Edipore hier mit einem Kommentar vorstellen zu dürfen und hier den Auftakt für die zweite Runde Pasolini machen zu dürfen. Und ich beginne gleich. Zu den Mythosbearbeitungen Pasolinis gehören neben dem 1967 gedrehten Film Edipore der 2 Jahre später gedrehte Film Medea, den wir hier schon gesehen haben,
und die in derselben Zeit entstandenen Apunti di un Orestia Africana. Man kann aber auch das wesentlich früher, nämlich 1964, vollendete filmische Epos des Matthäus-Evangeliums, Il Vangelo secondo Matteo, zu dieser Gruppe zählen. Auch dieser Film war ja Bestandteil unserer Reihe schon. Mit dem populären Genre des Sandalenfilms hat Pasolinis Bild der paganen und christlichen Antike nichts gemein. Und wenngleich sich Pasolini jeweils in die Stoffe und Quellentexte intensiv versenkte, für den Ödipus-Film hat er sogar eigene Übersetzungen nach Sophokles angefertigt, handelt es sich auch nicht um getreue Literaturverfilmungen, sondern um Aneignungen und aktualisierende Interpretationen der Vorlagen, die mit starken Verfremdungen arbeiten. Der griechische spielt sich wie der christliche Mythos in einer archaischen Welt ab, in der Pasolini sein gegenkulturelles Ideal einer bäuerlichen, im Einklang mit der Natur sich artikulierenden Lebenswelt ausmacht, nachdem seine Vision der subproletarischen römischen Borgate an der Wirklichkeit der italienischen Konsumgesellschaft zerschellt war. Sein Christus ist ein Revolutionär. Das Evangelium predigt für eine sozialistische Gesellschaft und Anklage der Reichen und Mächtigen. Und in diesem Sinne des Kampfes zweier Kulturen, einer archaisch-kollektiven, die Pasolini als wahrhaft, das heißt nicht nur im formalen Sinne demokratische versteht, und der modernen bürgerlichen Gesellschaft, die dem Prinzip narzisstischer Autonomie des Einzelnen huldigt, deutet und wertet Pasolini auch die Figuren und Handlungsmotive der Tragödien von Aischylos, Sophokles und Euripides. Pasolinis Griechenland ist ein im positiven Sinne barbarisches Griechenland, wie uns Massimo Fusillo in seinem Vortrag verdeutlicht hat. Medea ist trotz des Mordes an ihren eigenen Kindern eine positive, verehrungswürdige Figur, denn sie repräsentiert gegenüber Jason und der städtischen Kultur Korinths eine agrarische Ritualkultur, die mit den Mächten der Natur Verbindung hält, eine Kultur, die sie um der Liebe zu Jason willen verraten hat und zu der sie am Ende im Ritual des Opfers der eigenen, aus dieser Verbindung stammenden Kinder wieder zurückkehrt, ja, die sie als real ohnmächtige und Unterlegene gegen die moderne Welt Jasons behauptet, im katatonen Ausdruck der Rache. Ähnliche psychophysische Extremzustände, die jede Norm kodifizierter Perzeption und logifizierter Rede sprengen, begegnen in Ediporé und auch in Theorema. Den Film haben wir ja auch schon gesehen und diskutiert. Ein Film, der auch mythische Motive enthält. Als Schauplätze des griechischen Mythos wählte Pasolini nicht die vertraute Kulturlandschaft Europas, sondern karge, wilde, oft wüstenhaft entleerte, von einer gleißenden Sonne bestrahlte Natur- und Architekturansichten. Sie sehen oben links, wie Ödipus den Palast von Korinth verlässt, um sich zum Orakel von Delphi zu begeben. Ediporé wurde mit Ausnahme der Rahmenhandlung in Marokko gedreht. Afrikanische Masken und Tänze werden im Rahmen einer eklektischen Zitierung volkstümlicher Kulturen eingesetzt, die auch rumänische Gesänge und alte japanische Musik umfasst. Die klassische Darstellung der Sphinx als Mischwesen aus einem geflügelten Tierleib und einem erotisierten weiblichen Oberkörper, wie sie Ingres Gemälde zeigt, ersetzt Pasolini zum Beispiel durch eine am Boden in unmissverständlicher Position hockende Gestalt, die von einer überdimensionalen afrikanisch anmutenden Maske beinahe ganz verdeckt ist. Die damals sogenannte Dritte Welt und die in ihrem Namen agierende Befreiungsbewegung nimmt in Pasolinis politischem Denken, das in dieser Ringvorlesung explizit Thema ist, eine bedeutende Rolle ein. Man spricht auch vom Terzomondismo Pasolinis. Es war Luca Caminati, der uns in seiner Lecture zu einigen dokumentarischen Filmen klargemacht hat, dass Pasolinis Kapitalismuskritik nicht mit den Maßstäben eines klassischen Marxismus zu erfassen ist. Auch nicht Adornos Geißelung der Konsumgesellschaft als Verrat an der Aufklärung und Instrument der Massenverdummung ist eins zu eins auf Pasolini zu übertragen. Denn während die marxistische Theorie davon ausgeht, dass eine revolutionäre Entwicklung nur in hochentwickelten Industriegesellschaften, abhängig vom klassenkämpferischen Bewusstsein der Industriearbeiter, stattfinden kann, glaubt Pasolini, hierin etwa an Fanon anknüpfend, an eine gewissermaßen schon real existierende Utopie in den
Überlebenden vom Tauschgesetz noch nicht, in der Überlebenden vom Tauschgesetz noch nicht berührten Archaik vorzivilisatorischer Gesellschaften. Seine emphatische Vorstellung vom Kino als einer Sprache des Wirklichen, unterstützt durch eine Semiotik, die von der Realität des Zeichens ausgeht, hat romantische, ja mystische Züge, was oft auch kritisch vermerkt worden ist. Die Kamera zeichnet demnach unmittelbar die Authentizität vorkapitalistischer Lebenswelten auf. Es scheint keine ästhetische Differenz zu geben. Also etwa diese stammeskulturell anmutenden Feierlichkeiten in der marokkanischen Wüste rechts oben. Das wäre eine solche vorkapitalistische Lebenswelt. Wollte man jedoch Äußerungen Pasolinis buchstäblich vertrauen, dass es allein auf das Geschehen vor der Kamera ankomme, das gleichermaßen dokumentarisch aufgezeichnet wäre, würde man seinen Filmen nicht gerecht werden. Wir werden noch sehen, dass die vermeintliche Rohheit seines gleichsam ethnografischen Kinostils mit einer hochkomplexen Montageästhetik und Kameraarbeit einhergeht, der Mise en cadre mindestens ebenso viel Bedeutung zukommt wie der vorfilmischen Mise en scène. Das naturalistische Moment lebt aus dem Kontrast mit dem Hochkünstlichen und Reflektierten. Massimo Fusillo, dem die maßgebliche Kommentierung von Edipo Re im Rahmen seines 1996 erschienenen Buches La Grecia secondo Pasolini, Mito e Cinema zu verdanken ist, analysiert diese komplexe Dynamik des Films sowohl auf der Grundlage der literarischen Rezeption des Ödipusstoffes als auch im Hinblick auf Besonderheiten seiner filmischen Form. Ich folge seiner Interpretation, um gleichwohl eine Verschiebung bei der Deutung vorzunehmen. Fusillo akzentuiert, was freilich angesichts des thematisierten Ödipus-Komplexes naheliegt, eine rein psychoanalytische Lektüre und spricht dem Film jede politische Bedeutung ab, die erst mit Medea und den Apuntidi und Orestiade Africana ins Spiel kämen. Medea handele vom Kampf der Kulturen, während im letzteren Kurzfilm Pasolinis eigentliche Vision die Vereinigung von archaischer und moderner Kultur artikuliert würde. Mir scheint dagegen, dass Pasolini in all diesen Filmen seine retrospektive Utopie in verschiedener Weise zum Ausdruck bringt. Angesichts der von Pasolini selbst hervorgehobenen autobiografischen Bedeutung von Edipo Re, die dieser Film in dieser Weise mit keinem anderen Film teilt, wäre, so meine ich, die Frage zu stellen, wie der Regisseur in seinem, wie er sagt, mystifizierten Selbstporträt die eigene Entwicklung zu einem radikal politisch denkenden und agierenden Künstler beschreibt. Sein Kommentar zum Ödipus-Mythos muss eine Aussage zum Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft enthalten, die der freudschen Perspektive auf das ödipale Dreieck der bürgerlichen Kleinfamilie eben gerade nicht inhärent ist. Hier führen die vielfältigen Überlegungen zu Pasolinis filmischem Realismus weiter. Maurizio Viano hat in seinem Buch A Certain Realism solche Überlegungen durch eine eigenwillige Ausdeutung der Filmtheorie des Regisseurs zu stützen versucht. Überzeugend erscheint mir sein Argument, dass Pasolini den Realismus seines frühen Werks, filmischen Werks und damit, so wäre zu ergänzen, die gesellschaftskritischen Inhalte seiner Filmarbeit mit der Hinwendung zum Mythos, die mit Edipo Re anfängt, nicht etwa preisgibt, sondern neu und forciert zu begründen unternimmt. Erstens dadurch, dass er Edipo Re explizit als Autobiografie verstanden wissen will, zweitens durch die zuvor nie gesehene physische Präsenz des Körpers. Edipo Re ist der erste Film Pasolinis, in dem Sexualität direkt ins Bild gesetzt wird. Drittens schließlich werde das Projekt eines spezifischen Realismus fortgesetzt durch eine psychoanalytisch inspirierte Reflexion auf das Kino, die sich über die Thematik des Blicks entfalte. Die dem filmischen Bild klassischerweise zugeordnete Transparenz, die einen vermeintlich unverstellten Durchblick auf das dargestellte Geschehen gewährt, setzt Pasolini, Soviano, in Edipo Re die sowohl medial wie psychisch motivierte Partialität, Trübung und Einengung des Sehaktes entgegen, kulminierend in der Selbstblendung des Helden im Moment der Erkenntnis, dass er, der König von Theben, mit seiner Mutter Kinder gezeugt und seinen Vater getötet hat, selbst also der Täter ist, dessen Auffindung seine Untersuchung angestrebt hatte.
Das mit dem Motiv des Sehens und Nichtsehens, das Problem der Erkenntnis und ihrer Begrenztheit, außerdem die Frage von Schuld und Unschuld berührt wird, ist evident. All diese Aspekte münden aber darüber hinaus in die Frage nach Macht und Herrschaft, die auch Viano kaum berührt. In der Figur des Ödipus als einem alter Ego des Künstlers, so ließe sich vorläufig thesenhaft skizzieren, ist entgegen der intellektuellen Kompetenz des sophokleischen Ödipus das revolutionär-barbarische präsent. Doch dieses ist von Anfang an in ein Gefüge der Macht und des Machtwillens eingespannt und durch dieses korrumpiert. Das Barbarische des Ödipus ist die blinde Impulsivität seines Handelns. Seine mit Freud gesehene Regression, die Fusillo in diesem engen freudschen Sinne als den am Ende erfüllten Wunsch nach Rückkehr in die Einheit mit der Mutter deutet, wird also durch eine aggressive Tendenz überlagert, die gegen die väterliche Autorität aufbegehrt und doch lediglich diesem Muster folgt. Freud hat dafür den Begriff der Identifikation mit dem Aggressor geprägt. Aus dem ödipalen Dreieck resultiert demnach unauflöslich eine narzisstische Selbsttäuschung, die aus der Identifikation mit der bedrohlichen väterlichen Autorität stammt und das rebellische Aufbegehren als politisch-emanzipatives Moment desavouiert. Aus dieser unauflöslichen Spannung leitet Pasolini das tragische Handeln des Ödipus ab. Die Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts und ein herrschaftsfreies Leben artikuliert sich offenbar jenseits des ödipalen Kernkomplexes der Psychoanalyse in der Figur des Angelo, gespielt von Ninetto Davoli, der als Herold und Vertreter des Volkes auftritt und zum Gefährten des Ödipus wird, ohne dass das Verhältnis von Diener und Herr in Frage gestellt würde. In seiner Figur wird das Barbarische anders definiert als eine naive, auch vernünftige Zugewandtheit zum Leben, die jedoch nicht zum widerständigen Handeln befähigt. Angelo als zweites alter Ego Pasolinis bleibt die Rolle der Raserei des Ödipus trauernd und ratlos zuzuschauen und ihn zu begleiten, vielleicht auch zu erziehen. Dass Pasolini selbst sich zwischen diesen beiden Figuren, zwischen Davoli und Citti, Francesco Citti ist Ödipus, dass er sich zwischen diesen Figuren ortet, sich dabei deutlich auf Seiten des Volkes positioniert, zeigt er durch seinen Auftritt als Priester in der Rolle des energischen Bittstellers zu Beginn des sophokleischen Textes, fordert er den König auf, die Leiden des Volkes zu beenden und die Ursache für die Pest zu beseitigen. Hier nimmt die Untersuchung des Königs Ödipus ihren Lauf. Nur ein Teil des Films, der über weite Strecken ganz ohne Dialog auskommt, basiert auf dem Originaltext. Entscheidend für Pasolinis Deutung der Tragödie des Sophokles ist die Ausweitung des dort geschilderten Geschehens, das an Handlung im Original äußerst arm ist, denn Sophokles stellt lediglich die durch Rede und Gegenrede der Protagonisten ausgeführte und durch die ambivalenten Antworten des Chores unterbrochene Untersuchung des Ödipus dar, der den Mord an seinem Vorgänger Laios aufklären will und nicht weiß, dass Laios sein Vater und er selbst dessen Mörder ist, das Wissen darum auch lange vor sich selbst verleugnet. Pasolini dagegen erzählt ausführlich auch die gesamte Vorgeschichte, die bei Sophokles nur indirekt zur Sprache kommt. Außerdem umrahmt er den Mythos durch eine zeitgenössische Handlung, konfrontiert also ebenso wie in Medea und in der afrikanischen Orestie den Mythos mit der Gegenwart. Auf diese Weise entfaltet er die spezifisch filmische, durch die Körperlichkeit der Darsteller vergegenwärtigte Expressivität, die das antike Schauspiel, bei dem Masken getragen wurden, zugunsten einer reflexiven Durchdringung des Geschehens gerade meidet. Der Film gliedert sich, nach Pasolinis eigenen Angaben, in vier Abschnitte und konkretisiert den historischen Ausgangspunkt durch eine klare politische Ikonografie. Der Prolog, eine Montagesequenz, die Geburt und erste Lebensmonate des kleinen Ödipus schildert, spielt in einer Kleinstadt in Norditalien, ganz ähnlich der Geburtsstadt Pasolinis Casarsa. Und die Handlung spielt sich hier offensichtlich kurz vor der Machtübernahme der Faschisten unter Mussolini ab, der im Oktober 1922, Pasolini wurde im März dieses Jahres geboren, von König Vittorio Emanuele III. Beauftragt wurde, eine neue Regierung zu bilden.
In diesem gesellschaftlichen Spannungsfeld zwischen der gutbürgerlichen Gesellschaft, der parlamentarischen Monarchie, heraldisch präsent in der Fahne mit dem Symbol der Krone, und dem militärischen Aktionismus der Duce-Partei, symbolisiert in der schwarzen Fahne eines Knaben, der sich laufend an die Spitze einer Kinderschar setzt, wird Ödipus Pasolini geboren. Die Frau eines Infanterieoffiziers, auch Pasolinis Vater war ein Oberst, bekommt ihr erstes Kind, das das Ressentiment des Vaters gegen den Sohn als Rivalen weckt. Aggressiv greift er nach den Fußgelenken, das ist nochmal die Geburt oben, wo Sie auch den Griff zu den Fußgelenken auch schon sehen. Aggressiv greift der Vater unten in einer Nahaufnahme nach den Fußgelenken des Kindes, Zeichen der Kastrationsdrohung und zugleich durch die visuelle Wiederholung des Griffs der Hebamme als zweite Geburt interpretiert. An dieser Stelle, also nach dieser Nahaufnahme unten, findet die Überleitung zum zweiten Abschnitt des Films statt, der sich nun auf die Landschaft des antiken Griechenlands öffnet, was Viano plausibel auch als eine kinematografische Eröffnungsmetapher deutet, die die Wahrheit der Erinnerung meint. Bereits im Prolog dient die Häufung des Vorhangmotivs offenkundig einer Thematisierung der Kinoleinwand als semitransparenter Membran, die nun unter der Sonne des antiken Griechenlands aufreißt zu einer vermeintlich schattenlosen Klarheit der Sicht. Wir sind also jetzt im zweiten Abschnitt des Films gelandet. Der Hirte, der hier Ödipus in die Berge bringt, um ihn zu töten, hat Mitleid mit dem kleinen Ödipus und führt den Auftrag des Laios, der aufgrund eines Orakels Furcht hat, durch seinen Sohn einst den Tod zu finden, nicht aus und tötet das Kind nicht. Ein anderer Schäfer findet den Neugeborenen und bringt ihn zu dem kinderlosen Königspaar von Korinth, Polybos und Eripe, die ihn an Sohnesstatt aufziehen, ohne ihn über seine ungewisse Herkunft aufzuklären. Das Orakel in Delphi, zu dem sich der erwachsene Ödipus begibt, prophezeit ihm, dass er seinen Vater töten und seine Mutter heiraten wird. Um diesem Schicksal zu entgehen, kehrt Ödipus nicht nach Korinth zurück, sondern geht nach Theben, um dort erst recht diesem geweissagten Verhängnis zum Opfer zu fallen. In einem langen Kampf tötet er auf dem Weg König Laios, wir werden darauf zurückkommen, weil der seinen Stolz verletzt. Er rettet Theben vor der Sphinx und wird als Gemahl Jokastes selbst König. Jokastes sehen Sie links unten. Inszeniert ist diese Königwerdung durch die Sexualität mit Jokaste als eine Rückkehr in das Dunkel gleichsam des elterlichen Schlafzimmers. Doch als unerkanntes Strafgericht folgt auf die inzestuöse Verbindung die Pest, die erneut den Bestand Thebens bedroht, gezeigt in einer langen Bilderfolge des Massensterbens im gleißenden Tageslicht. Nur der dritte, dialogreiche Teil, eröffnet durch den schon erwähnten Monolog Pasolinis als Priester, korrespondiert mit der Tragödie des Sophokles. Ödipus strengt eine Untersuchung an, um gemäß einem neuen, von Kreon, gespielt von Carmelo Bene, überbrachten Orakelspruch den Mörder des Laios zu finden. Er misstraut jedoch dem herbeigerufenen blinden Seher Tiresias und bezichtigt ihn der Lüge, und er verdächtigt auch Kreon, den Bruder Jokastes, den Mord begangen zu haben und den Thron zu begehren. Die Wahrheit kommt bruchstückhaft ans Licht, doch erst die Aussage des überlebenden Sklaven von Laios lässt sie zur Gewissheit werden. Jokaste hängt sich, Ödipus sticht sich die Augen aus und tritt blutüberströmt vor das Volk Thebens. Angelo reicht ihm eine Flöte, die Flöte des Tiresias, Symbol des Poetischen und des Prophetischen. Der sein Augenlicht opfernde Ödipus, so lässt sich dies wohl deuten, ist der Künstler Pasolini. Der vierte kurze Teil leitet wieder zur autobiografischen Szenerie des 20. Jahrhunderts über. Wir befinden uns nun mit dem erwachsenen Ödipus im zeitgenössischen Italien. Der blinde Ödipus erscheint als flöteblasender Bettler auf den Stufen der Kathedrale von Bologna, wo Pasolini, übrigens Kunstgeschichte, bei Roberto Longhi studiert hat, dann in Milano nahe einer Fabrik, die Pasolinis politische Aktivität zitiert, und schließlich immer noch geführt von Angelo auf einer Wiese, derselben Wiese, auf der er im Prolog als Säugling von seiner Mutter gestillt worden war.
Zweierlei strukturelle Besonderheiten sind hervorzuheben. Das Verhältnis von Mythos zu psychoanalytischer Erkenntnis wird neu definiert. Während Freud die Geschichte des Ödipus als eine mythische Einkleidung unbewusster Konflikte des infantilen Seelenlebens deutet, geht Pasolini umgekehrt vor. Die psychoanalytische Lehre zum ödipalen Konflikt wird im Prolog geradezu wie ein Gesetz eingeführt, ein verhängnisvolles Gesetz, das durch den Mythos dann anscheinend Aufklärung und Auflösung finden soll. Wo Freud in Ödipus das bürgerliche Individuum betrachtet, losgelöst von seiner gesellschaftlichen Bedingtheit, sieht Pasolini Ödipus vor dem Hintergrund des italienischen Faschismus. Zurückkehrend zur Wahrheit des Mythos beschreibt er ihn als Königssohn, um hieraus die politische Dimension der Figur zu entwickeln. Aus der Dunkelheit des freudianischen Ödipus-Komplexes treten wir also in die Helle der mythischen Vergangenheit, in der diese Herrschaftsverhältnisse klar vor Augen liegen. Theben ist hier wie dort. Ein antikes Schild mit dieser Aufschrift erscheint als allererstes Filmbild, sodass die moderne Prologsequenz in der italienischen Provinz gewissermaßen eingeklammert wird durch die Universalität des mythischen Griechenlands. Das zweite auffällige Moment betrifft das Verhältnis von Mutter und Vater zur Zeitlichkeit. Während Silvana Mangano unverändert die mythische wie die moderne Jokaste spielt, erscheint der mythische Laios, gespielt von Luciano Bartoli, im mythischen zweiten Teil, wenn er an der Wegkreuzung seinem Sohn und Mörder begegnet, erheblich gealtert, mit schlohweißem Haar und Bart. Eine Asymmetrie ist so gegeben. Allein der Vater ist dem Geschichtsprozess unterworfen, während die Mutter ihren Status als Königin in Gegenwart und Mythos aus einer unveränderlichen, sinnlichen Präsenz zu beziehen scheint, die im Einklang mit der umgebenden Natur, Architektur und in der sozialen Gemeinschaft lebt. Dagegen kontrastiert die künstliche Autorität insbesondere des modernen Vaters. Dieser ist zwar ein hochgestellter Militär, doch im gesellschaftlichen Ganzen ist er ein Untergeordneter, dessen Uniform ihn als Teil eines, um es mit Teveleit zu sagen, überindividuellen männlichen Körpers ausweist, die jedoch wie ein unpassendes Fragment wirkt in der sonntäglichen Idylle der kleinstädtischen Gemeinde, die ihrerseits zerfällt in ein Patchwork aus ruinöser bäuerlicher und städtischer Architektur. Die Autorität des Marienbildes, Sie sehen das links oben, in einer Mauernische streitet mit der monarchischen Heraldik des Staates, wenn Sie sich an den Anfang zurückerinnern, während der junge Fahnenträger eine neue, nicht mehr auf hergebrachte Ordnungen, sondern allein auf die Schnelligkeit seiner körperlichen Aktion gestützten Machtanspruch versinnbildlicht. Eine sehr wichtige Szene. Gesellschaftliche Macht wird, und dies ist keineswegs trivial, durch das Verhältnis eines Oben zu einem Unten visualisiert. Fahne und Kultbild sind über den Köpfen der Menschen positioniert und dieses Verhältnis findet sich vorgebildet in der Relation zwischen den Körpern der Eltern und dem Kind, das zu ihnen aufblickt. Pasolini benutzt diese anthropologische Wertigkeit von oben und unten, um in einer Kette von Wiederholungen das Gefangensein des Ödipus in dieser Konstellation zu vermitteln, sowohl in der Mise-en-Scène als auch im filmischen Raum, also den durch Einstellung und Schnitt vermittelten räumlichen Verhältnissen. Der Mythos liefert anscheinend wie das irdische Paradies der frühen Mutterbeziehung eine Art natürlicher Macht, die eher als Schutzraum denn als Unterdrückung wirkt. Im Gegensatz zu der heterogenen modernen Brachlandschaft, der Machtsymbole wie Fahne und Uniform als Stellvertretungen eines abwesenden Kollektivs appliziert wurden, sind Landschaft und Körper in der mythischen Welt eins, ist das Ornament, das die Flechtfrisur Jokastes vorgibt, der Landschaft, der Architektur und den grob gewebten Kostümen gleichermaßen eigen. Auch die turmhohe Krone des Laios, die später Ödipus tragen wird, merkwürdigerweise ohne sie wiederzuerkennen, ist von dem ornamentalen Relief überzogen, das die Landschaft, die Bauten und Kostüme strukturiert. Trotz ihrer absurden Ausmaße ist sie nicht, wie die Uniform, ein lächerliches Statussymbol. Sie verkörpert sinnfällig den personalen Anspruch des Königs auf die Macht, wo jene das falsche Kollektiv einer militärischen Kampfeinheit zitiert. Den Körper des Königs als sowohl somatische als auch absolute Präsenz kennt die Moderne nicht mehr. Auch der Faschismus muss sich sozialistisch gebärden, um der Führerfigur Legitimität zu leihen.
Er muss sich ästhetisch inszenieren, wovon das Ornament der Uniform Zeugnis ablegt. Hingegen wird das Königtum des antiken Griechenlands eingebettet in funktionierende Gemeinschaften. Wo der moderne, uniformierte Laios wie ein Fremdkörper wirkt, sind Polybos und Eripe, Laios und Jokaste ebenso selbstverständlich Oberhäupter wie Mitglieder der Gemeinschaft. Diese Differenz gilt, wie gesagt, nicht für die Mutter des Ödipus, die hier wie dort mit derselben Autorität ausgestattet und hier wie dort in ihre Umgebung, die soziale wie die landschaftliche, eingebunden ist. Wir werden in einer genaueren Betrachtung der Stillszene auf dem Rasenstück ihre überragende Bedeutung noch erschließen. Zunächst sei doch eine Sequenz aus Teil 2 in den Blick genommen, die deutlich artikuliert, dass es um den Königssohn Ödipus geht, der um die Legitimität seines Status fürchten muss, als er erfährt, dass er womöglich nicht der Sohn seiner Eltern, sondern ein Findelkind sei. Um diese Statusfrage einzuführen, weicht Pasolini von Sophokles ab. Dort ist es ein betrunkener Gast bei einem Bankett, der Ödipus mit seiner fragwürdigen Herkunft konfrontiert. Der Film macht dagegen nicht den Alkohol verantwortlich, sondern den Betrug des Ödipus beim sportlichen Wettkampf in der Arena, beim Diskuswerfen. Diese Sequenz konfrontiert uns zum ersten Mal mit dem Herangewachsenen und sie macht uns bekannt mit einem keineswegs heroischen Charakter. Nach dem Wurf eilt der Jüngling zu seiner Scheibe, schiebt sie mit dem Fuß ein Stückchen weiter, um sich durch diese List zum Sieger ausrufen und krönen zu lassen. Der tatsächliche Sieger aber hat ihn beobachtet und protestiert. Er hätte dies vermutlich nicht getan, wäre der Status des Königssohns unangefochten. Doch nun schreit er die Wahrheit heraus. Ödipus, ein Findelkind. Die aggressive Attacke des Ödipus gegen den Widersacher und das triumphale Gelächter, mit dem er die Diskreditierung seines Prinzenstatus quittiert, nehmen bereits Momente der Vatermordszene vorweg, sowie die Bekrönung durch die Blumenkränze der Mädchen Korinths, die Krone Thebens antizipiert, die ihm Jokaste später zur Belohnung für die Überwindung der Sphinx aufsetzen wird. Auch hier wird Ödipus sich an Regeln nicht binden lassen und Gewalt einsetzen, anders als der sophokleische Ödipus. Er wird sich nicht für das Rätsel seiner Existenz interessieren, von dem die Sphinx spricht, sondern sie kurzerhand in den Abgrund werfen. Der Abgrund jedoch, so wird die Sphinx ausführen, ist in ihm selbst, was schon in dieser Einführung der Figur des erwachsenen Ödipus in der Arena deutlich wird. Aus dem Betrugsmanöver in der Arena von Korinth geht der gekränzte, lachende Ödipus wie einer der verruchten römischen Jünglinge Caravaggios hervor, zweifellos ein poetisches Bild für die homosexuelle Identität Pasolinis und seine Leidenschaft für die Ragazzi di Vita, die ihn früh aus allen sozialen Verankerungen riss. Franco Citti, der den Ödipus spielt, ist uns als die Hauptfigur aus Akatone bekannt, transportiert somit also schon als Schauspielerperson die subproletarische Kultur der römischen Vorstädte in den griechischen Mythos. Es folgt, worauf wir noch zurückkommen werden, der Traum des Ödipus, von dem er seinen Eltern nichts berichten kann, als dass er ihn auf das Höchste besorgt mache, und aus dieser Unruhe heraus tritt er am nächsten Tag die Reise nach Delphi an. Es ist das Nichtwissen, aber auch das Nichtwissenwollen, das ihn treibt und das in der folgenden Handlung mehrfach durch die Trübung und Verfremdung der Sicht der des Ödipus wie der unsrigen als Kinozuschauern vermittelt wird. Die Blendung des Ödipus und mit ihm die des Zuschauers besteht von Anfang an als eine Verblendung über die eigenen inneren Antriebe. Wenden wir uns nun also dem Motiv des Sehens zu, mit dem die ganze Frage der Subjektkonstruktion und damit die Frage von Macht und Ohnmacht innig verknüpft ist und dass diese theoretische Argumentation, wie schon erwähnt, mit einer Reflexion auf das Medium des Films verknüpft, das also seinen Platz in den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zugewiesen bekommt. Diese Machtverhältnisse werden durch die im Prolog vorgestellten Beziehungen zu Mutter und Vater, aber auch als körperliche Reaktion auf die Natur und ihre von außen wie von innen auf das Subjekt wirkenden Gewalten visualisiert. Die Perspektive scheint am Anfang des Öfteren, wie Fusillo bemerkt, dem Blick des Kindes zu entsprechen, das die Mutter auf einer Decke gelagert hat, während sie mit ihren Freundinnen auf einer großen Rasenfläche fangen spielt, kichernd und jubelnd, wie später Jokaste mit den Mägden.
Man sieht nur Ausschnitte von Röcken, Beinen und Füßen in Riemchenschuhen, bevor man die Mutter im Ganzen sieht. Der kleine Sohn liegt auf dem Rücken wie das Christuskind in Philipp Otto Runges Großem Morgen, doch es ist nicht aufgehoben in einem christlich-kosmischen Gesamtkunstwerk. Ungeschützt ist es einer prallen Mittagssonne ausgesetzt, der Strohhut der Mutter liegt daneben. Um sich gegen das gleißende Licht zu schützen, hebt das Kind den linken Arm und hält sich den Handrücken vor die Augen, die erste einer Kette ähnlicher Gesten, die eine Bedrohung durch eine externe objektive Realität anzeigen, gegen die sich das Subjekt, in dem es sich zur Wehr setzt, aber auch erst konstituiert. Das Kind entscheidet, Soviano, über eine ähnliche spätere Szene, nicht die Augen zu schließen oder sich umzudrehen, sondern den Sehprozess, wenn auch eingeschränkt, fortzusetzen. Die erhobene Hand, an der vorbei oder durch deren Finger der Blick weiterhin dringt, ist ein Bild für die Kinoleinwand und ihre Vermittlungsfunktion zwischen Subjektivität und konventioneller Determinierung. Die erhobene, den Blick einschränkende Hand ist gleichsam das Pendant des Frame, der Kadrierung der Wirklichkeit durch das filmische Bild, wie es Pasolini durch den Fragmentcharakter vieler Bilder des Prologs zum Ausdruck bringt. Kondensiert findet sich diese filmästhetische Aussage in der Stillszene, die Mutter und Sohn abgesondert vom sozialen Leben zeigt. Sie ist im schielenden Blick des Säuglings auf die Mutterbrust vergegenwärtigt, in dessen physischer Nähe zum saugenden Einverleiben des Milchstroms einer sichtlich anstrengenden Tätigkeit. Auge und Mund sind hier in ihrer ursprünglichen Affinität zueinander gezeigt, als zwei parallel auf die Einverleibung der Welt ausgerichtete Organe des sich formierenden Subjekts. Der linke Arm des Säuglings ist hier nicht schützend erhoben, sondern in einer potenziellen Greifbewegung als ein drittes Instrument gezeigt, das sich der Welt in Gestalt der nährenden Mutterbrust bemächtigen will. Wir werden sehen, dass auch im weiteren Verlauf diese Verwandtschaft von Mund, Auge und zupackender Hand programmatisch sind. Dass all dies eine Kinotheorie liefert, demonstriert Pasolini durch den folgenden Blick Silvana Manganos, der ins vordere Off zum Teil direkt in die Kamera gerichtet ist, sodass die Geschlossenheit des fiktionalen Erzählraums aufgebrochen wird. Es ist ein langer, erst majestätisch liebevoller, dann düster besorgter und schließlich wieder zu Liebreiz sich wandelnder und sich abwendender Blick, der uns als Zuschauer sozusagen in die Rolle von Ödipus' Brüdern und Schwestern versetzt. So wie sie ihn anblickt, blickt sie auch uns an, auch sie, ein Symbol des Kinos und der regressiven Träume, die es befriedigt, die durch den marmornen Ausdruck der Silvana Mangano und das Zucken um ihre Lippen aber auch nicht unbedroht scheinen. Die Stillszene insgesamt, eingeleitet durch eine Totalaufnahme des durch Baumreihen wie durch Palastmauern gerahmten Rasenfelds, vergegenwärtigt überdies die zentrale Fantasie des Prinzen Ödipus über die exklusive Beziehung zur Königin Mutter, ein positives Unterworfensein, das auch im mythischen Raum festgehalten werden wird. Jokaste bewohnt einen hochgelegenen Erker des Palastes, zu dem Ödipus immer wieder liebevoll emporblickt. Diese prinzliche Fantasie stört im Prolog der Vater. Eine melancholische Düsternis, von der die Gesichtszüge der Mutter immerhin antizipierend schon einen Anflug hatten erscheinen lassen, strahlt sein herab auf den kleinen Sohn im Kinderwagen gerichteter Blick. Der setzt sich auf, breitet die Händchen triumphal in der Erwartung des ihm gebührenden Respekts und einer liebevollen Umarmung aus, um bitter enttäuscht zu werden. Nun erscheint der erste Zwischentitel des Films, der die Angst des Vaters gewissermaßen als Gesetz objektiviert, zur Kenntnis bringt. Tu sei qui per prendere il mio posto nel mondo, ricacciarmi nel nulla e rubarmi tutto quello che ho. Du bist hier, um meinen Platz einzunehmen, um mich in das Nichts zurückzuwerfen, mir alles zu nehmen. Hier in der Erfahrung des väterlichen Grolls findet das Weltvertrauen des kleinen Ödipus sein Ende. Weinend wendet er den Blick ab und hält sich die Hand vor Augen, was er später, dem brutalen Zugriff des Vaters auf seine Füße ausgesetzt, nochmals wiederholt. Diese Geste führt er auch anlässlich eines Feuerwerks aus, das für die Spektakelkultur der modernen technischen Gesellschaft, nicht zuletzt für das Kino steht, ebenso wie die Schatten des Elternpaars auf dem Vorhang, die der Kleine zu beobachten scheint, eine Allusion auf die ödipale Urszene.
Viviano hervorhebt, ist die Antwort des Kindes auf den väterlichen Besitzanspruch, der zugleich den Anspruch auf einen alles sehenden und kontrollierenden Blick erhebt und im autobiografischen Rahmen für das Ethos der weißen, männlichen, heterosexuellen Normativität steht, eine zwiegespaltene. Weder weist es die Attacke ganz zurück, noch lässt es sich kastrieren, also blind machen für die Welt, was man aus dem Ende von Sophokles' Ödipus ja schließen könnte. Vielmehr ist die partielle Sicht, die das Kind Ödipus durch die Verwendung eines Körperteils als Screen erlangt, gleichzeitig Anerkennung und subversive Abwehr der väterlichen Autorität. Das Subjekt muss also zwar funktionieren, indem es sich schützt, gleichzeitig sucht es die bedrohliche Konstellation immer wieder auf, ist es an die Wiederholung gebunden in dem Drang, die väterliche Autorität als angemaßte zu entlarven und zu untergraben. Pasolini Ödipus findet daher keine Beruhigung durch die rettende Aufnahme in Korinth. Seine Klage beginnt im Kinderwagen, in der Konfrontation mit dem aus Furcht aggressionsbereiten Vater, setzt sich in der mythischen Erzählung fort und verstummt auch nicht in der Obhut des friedvollen Königs von Polybos, von Korinth und seiner Frau. Ödipus strebt zurück zu seiner Mutter, von der man ihn gewaltsam getrennt hat. Wieder aufgenommen wird die Klage in der Traumerzählung, die auf die erste Wiederholung der Bedrohungssituation folgt, auf den Zweifel des Spielkameraden an seinem königlichen Geblüt, auf den Ödipus reagiert, indem er sich mit dem vermeintlichen Aggressor identifiziert, also selbst aggressiv wird und dann seine unmäßige Freude darüber äußert, dass er die freche Anmaßung zurückgeschlagen hat. Sie erinnern sich sicher an die Bilder. Ödipus' anhaltende Verblendung besteht darin, dass er sich in der Gewissheit über seine königliche Autorität nicht beirren lässt. Die geflügelte Kopfbedeckung in der Traumerzählung gibt ihm eine majestätische Aura, die eines Gottes geradezu, während Mimik und Gestik Francesco Cittis von einer inneren Zerrissenheit und Konfusion zeugen. Eine spezifische, von nun an wiederkehrende autoaggressive Gestik unterstreicht diesen aufgewühlten und verworrenen Seelenzustand. Ödipus beißt sich in den linken Handrücken, wie um eine aufsteigende Angst, zunehmend in Wut umschlagend, zu unterdrücken und ihrer Herr zu werden. Damit wird der Mund, der wie die Augen den konsumierenden und kommunikativen Austausch mit der Welt tätigt, von seiner Funktion für eine kurze Zeit entbunden, um sich gegen den Körper zu wenden, in dessen Dienst er doch steht. Es handelt sich um eine Minimalform der katatonen Erstarrung, die wir in ihrer maximalen Intensität in Medea und in Theorema bei der Tochter des Hauses Odetta schon beobachtet haben, als Äußerungen ohnmächtigen Widerstandes gegen die Übermacht der Hass- und Liebesgefühle. Die orale Geste des Ödipus entspricht außerdem, worauf schon Viano verweist, dem Bedecken der Augen, durch das schon der Säugling und das Kleinkind Ödipus der bedrohlichen väterlichen Autorität zu entkommen sucht. Das Orakel von Delphi bringt Ödipus die Gewissheit seines königlichen Standes nicht zurück. Im Gegenteil stürzt es ihn durch die katastrophale Zukunftsprognose, die er nicht gewillt ist zu durchdenken, erst recht in Verzweiflung und Isolierung. Der pathologische Realitätsverlust des Ödipus, letztlich sein Beharren auf dem königlich solitären Status, wird nicht nur durch die Expressivität von Cittis schauspielerischer Arbeit, sondern nun auch durch eine verfremdende Kameraarbeit und Schnitttechnik gedeutet. Die im Freien unter einem schattenspendenden riesigen Baum ihrer prophetischen Tätigkeit nachgehende Priesterin des Apollo, Lapizia, ist alles andere als eine ätherische, vielmehr eine physisch äußerst präsente Gestalt, trotz der Doppelmaske, die sie trägt. Wie der Christusdarsteller in dem gleichnamigen Film scheint sie krümeligen Ricotta in sich hineinzustopfen, also bei aller Exzentrik Routine und Alltag zu verkörpern, während sie geifernd und höhnisch lachend den Spruch tut. Dabei wird sie für einige Augenblicke der Sicht entzogen durch das Gegenlicht, das nicht nur die Grenze von Ödipus' kognitivem Fassungsvermögen anzeigt, sondern auch die Limitierung des Mediums Film. Denn der direkt in die Sonne gerichtete Blick durch die Kameralinse verursacht Reflexe und eine Überstrahlung des ganzen Bildes. Wieder sind die mediale Sehapparatur und ihre Beschränktheit in einen Vergleich gebracht zur psychophysischen Existenz des vom Fluch getroffenen Ödipus. Wohlgemerkt gilt diese Parallelisierung nur ihm in seiner obsessiven Selbstsuche, nicht aber Charakteren wie Angelo, die keine narzisstische Ambition kennen und deshalb nicht dieser Verblendung anheimfallen.
Das lachende Unverständnis, mit dem Ödipus reagiert und dem wiederum tiefste Niedergeschlagenheit, unterstützt durch einen steileren, ihn sinnfällig unterwerfenden Kamerawinkel folgen wird, ist eine Wiederholung des Gelächters, mit dem er die vermeintliche Anmaßung des Sportskameraden abgewehrt hatte. Es folgen im Wechsel Nah- und Totalaufnahmen des sich vom delphischen Heiligtum entfernenden Ödipus. Dabei zeigen ihn manche der Totaleinstellungen allein ohne den Hintergrund des delphischen Priesterpersonals und ohne die Ansammlung der Pilger, Ausdruck seiner psychischen Abgespaltenheit von der sozialen Gemeinschaft. Vatermord und Inzest mit der Mutter würden ihn zum Verräter an den Grundlagen des Sozialvertrags werden lassen und ihm seinen Platz in der Gesellschaft rauben, was dann ja auch geschieht, gerade dadurch, dass er den Weg zurück nach Korinth nicht einschlägt. Die Vermeidungsstrategien des Ödipus sind allerdings nicht logisch. Es fehlt zum Beispiel die bei Sophokles berichtete Versicherung der Eltern, dass Ödipus ihr Sohn sei. Ja, Ödipus hat diese Frage gar nicht gestellt, sondern agiert ganz aus seinen verworrenen Gefühlen heraus, aus der wieder in ihm aufsteigenden Wut darüber, man wolle ihm seine Königswürde streitig machen. Nicht vernünftige Überlegung begründet seine Entscheidungen, welcher Weg zu nehmen sei. Er versucht sogar absichtlich, sich jeder eigenen Entscheidung zu enthalten. Cecità e volontà di non sapere sono i nodi semantici. Blindheit und nicht wissen wollen sind die semantischen Knotenpunkte, so Fusillo. Auf diese Weise bleibt er auf dem eingeschlagenen Weg nach Theben, obwohl er viermal auch einen anderen Weg hätte einschlagen können. An der ersten Wegkreuzung dreht er sich um sich selbst, während er mit den Handflächen die Augen bedeckt. Das zweite Mal bedeckt er sie mit dem erhobenen Ellbogen, das dritte Mal mit dem Hut und beim vierten Mal hält er die Fäuste vor Augen. Ödipus benutzt diese Gesten, Wiederholungen seiner infantilen, gegen den Vater gerichteten Gebärde, wie ein apotropäisches Ritual, das ihn vor seinem Schicksal bewahren soll. Verstört und vereinsamt beharrt Ödipus auf seiner solitären, abgehobenen Existenz. Bei einer Hochzeitsgesellschaft sitzt er abseits und lässt sich bedienen. Davon habe ich jetzt kein Bild. Links oben ist das Hochzeitspaar, auch ein ethnografisches Bild einer sehr schüchternen Braut. Die Einladung einer weiteren Festgemeinde, die im Stile eines ethnografischen Kinos mit rituellen Tänzen aufwartet, auch mit einem caravaggesten Doppelgänger, wie Viano entdeckt hat, rechts oben, nimmt er nicht an. Der ihm zugeführten halbentkleideten Frau verweigert er sich, abrupt wendet er sich ab und wiederum, wie nach seinem Traum, beißt er sich in den Handrücken. Der wütende Angstimpuls macht sich physisch bemerkbar. Er muss gewaltsam niedergehalten werden. Das Gefühl der Befreiung von dieser Angst wird Ödipus erst durch seine Kampfschreie in der Vatermordsequenz erlangen, im Moment seines Verhängnisses also. Die auf Pasolinis Homosexualität zielende Deutung, dass in Ödipus Abwendung von der sich ihm anbietenden Frau, Zitat, der Albtraum erzwungener Heterosexualität, so Viano gemeint sei, führt hier wohl eher in die Irre. Ödipus' Angst gilt nicht der Frau, sondern der nicht standesgemäßen Frau. Nur die Königin kommt für ihn in Frage. Ihrer Wiedergewinnung gilt sein ganzes blindes und doch so zielgerichtetes Tun. Die Tötung des Laios, die den Weg zur Mutter und damit zur Königswürde freimacht, widmet Pasolinis Film seine ganze Aufmerksamkeit einem Geschehen, das bei Sophokles nur kurz und ohne jede Problematisierung der Tat als solcher geschildert worden ist. Dort wird die Tat durch Ödipus selbst im Rückblick berichtet, der nicht wusste, dass er den König vor sich hatte und dessen Tötungsakt für die Moral der vorchristlichen Antike, so Fusillo, von jeder Schuldhaftigkeit frei war, da sich Ödipus lediglich zur Wehr gesetzt hatte gegen den von Laios im Vorüberfahren geführten Schlag auf seinen Kopf. Anders bei Pasolini. Vater und Sohn tauschen einen langen Blick. Zitat, ein tiefer, unberechenbarer Hass, so Pasolini im Drehbuch, entstellt augenblicklich ihre Gesichtszüge, etwas Unmenschliches und Hysterisches scheint auf. Zitat Ende. Fusillo spricht von einer anthropologischen Lesweise des Vatermords, der wie ein Ritual erscheint, bei dem das aggressive Aufeinandertreffen der Figuren allein durch die beiden abstrakten Kategorien Vater und Sohn motiviert sei.
Doch was Pasolini in der zeremoniell gedehnten Tötungsszene herausarbeitet, ist der ungeheure Drang auf Seiten des Ödipus nicht zu wissen, nicht zu erkennen. Bei jeder einzelnen Mordtat an den Soldaten des Königs und bei der Tötung von ihm selbst verschwindet erneut das Bild im Gegenlicht, so wie in Delphi die weissagende Priesterin. Diese dem Medium Film wie seinem Helden offenbar eingeschriebene Weigerung zu wissen, wird in der letzten Konfrontation von Vater und Sohn ins Groteske gesteigert. Denn während für den Ödipus des Sophokles die Identität des Königs bei der Mordtat unerkannt ist, führt Pasolini diese Identität ausdrücklich vor. Langsam setzt sich Laios seine gigantische Krone auf, wohl um den Angreifer durch das Zeichen seiner königlichen Autorität von seinem Angriff abzuhalten. Doch Ödipus lacht. Er kann die Autorität des Königs nicht anerkennen, noch weniger erkennt er die Möglichkeit der geweissagten Situation. Der Wiederholungszwang, der ihn an das infantile Erlebnis der väterlichen Aggressivität knüpft, lässt ihn diese Geste als pure Provokation, als Zweifel an seiner eigenen Autorität als Sohn der Königin erleben, auf den er daher mit demselben unwissenden und auftrumpfenden Lachen reagiert, wie auf die Mitteilung des Sportskameraden und die Prophezeiung der Pizia. Ebenso wenig wird er später an die Autorität der Sphinx glauben. Es ist, als ob die Begegnung des Kleinkinds mit der Machtfülle des Vaters dieses unauflöslich an das Machtbegehren gekettet hat. Wie Pasolini schildert, indem er die Vorgeschichte der Ödipus-Tragödie darstellt und ihr einen zeitgenössischen Rahmen gibt, ist die innere Problematik nicht nur seines eigenen anti-autoritären Aufbegehrens, das auf der bürgerlichen Grundlage des ödipalen Dreiecks zur Perpetuierung autoritären Denkens führt. Die Buße, die sich Ödipus Pasolini auferlegt, führt zur Kunst, aber führt sie auch zu einem herrschaftsfreien Dasein. Die Anlage des Epilogs ist durch Sophokles' letztes Werk, Ödipus auf Kolonos, inspiriert. Diese weniger bekannte Tragödie hat eine Art Rehabilitierung des greisen blinden Bettlers Ödipus zum Thema, der am Ende, nach einigen Konflikten, in denen er seine Tugend beweist, in einem Hain der Erinnyen, der Fluch- und Rachegöttinnen, Ruhe und Frieden findet und schließlich zu den Göttern entrückt wird, also ein ruhmvolles Ende findet. Im Unterschied zu der Narration in Ödipus Tyrannos hat Ödipus hier seine Töchter bei sich, ist vor allem Antigone seine Gefährtin, die bei Pasolini nun durch Ninetto Davoli alias Angelo ersetzt wird. Von einem versöhnlichen, die Figur des Ödipus gar im Sinne des Sophokles-Werks idealisierenden Schluss kann nicht die Rede sein. Pasolinis eigener Kommentar zum Epilog des Films lautet, Zitat, zuerst ist Ödipus ein dekadenter Poet, auf den Stufen der Kathedrale sitzend, dann ein marxistischer Poet mit der Flöte vor der Fabrik, dann nichts von all dem jemand, der sterben wird. Zitat Ende. Diese gründliche Absage an das große Künstlersubjekt und seinen politischen Auftrag muss man ernst nehmen. Ödipus Pasolini kann die ihm von Angelo mit der Flöte dargebotene Rolle des blinden Sehers Tiresias, die er selbst auf dem Weg nach Theben ersehnt hatte, nicht ausfüllen. Immer wieder muss er sich die Melodie von Angelo vorpfeifen lassen, immer wieder bricht sein Flötenspiel ab. Die Wut über die aberkannte Königswürde ist keineswegs der Einsicht gewichen, Ödipus ist derselbe geblieben. Schließlich lässt er sich dorthin zurückführen, woher er kam, in den vorödipalen Raum der mütterlichen Autorität, die ihn von allem Gesellschaftlichen, auch von Angelo, zu lösen scheint und die doch unauflöslich verstrickt ist in die Geschichte des Faschismus. Ödipus Pasolini kehrt gleichsam in den Palast zurück, wie um sich eine neue Legitimation als Sohn der Königin zu holen. Der Film weiß mehr. Zur letzten Großaufnahme des Ödipus erklingt nicht mehr das Mozart-Quartett als mütterliches Leitmotiv, sondern die mit dem Vater verbundene militärische Blasmusik. Es gibt auf der Ebene der Protagonisten also keine Entwicklung und keine Lösung. Eine Utopie wird nur in der Negation formuliert. Das revolutionäre Andere, in Angelos spielerischem Zeitvertreib verkörpert und inkarniert durch die anonyme Menge des Volkes und seine Bräuche, spielt sich jenseits des narzisstischen Strebens nach Macht ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Und wir machen jetzt 10 Minuten Umbaupause. In der Zeit hat auch unser Filmcafé oben noch geöffnet. Also Sie können sich nochmal mit Getränken ausstatten und mit einem Gong signalisieren wir dann, wenn es losgeht. Bis gleich.